Hallo zusammen und damit heiße ich euch wie üblich herzlich willkommen zu einer weiteren neuen Folge von mir. Diese Woche habe ich eine schon ewig auf der Warteliste stehende Örtlichkeit im Gepäck. Ich habe auch einiges im Netz dazu an Informationen gefunden. Bleibt also dran und erfahrt dazu ein bisschen mehr. Möchtet ihr weitere verlassene Orte und ihre Geschichte kennenlernen, dann besucht gerne meinen Kanal. Dort werdet ihr mit Sicherheit etwas Interessantes finden. Reinschauen lohnt sich also auf jeden Fall, genauso wie das Abonnieren. Starten wir nun aber erst einmal in diese Folge. Ich wünsche euch viel Spaß und bis gleich. Wir sind Urbex LE direkt aus Leipzig und in dieser Folge zeige ich euch ein verlassenes Kulturhaus und um genauer zu sein, das Haus der Freundschaft. Eins vorab, ich hatte für dieses Video eine andere Kamera genutzt, einfach um diese mal zu testen. Für Videos wird diese wohl so nicht noch einmal zum Einsatz kommen, ihr könnt mir ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie ihr die Qualität so einschätzt. Grundsätzlich finde ich die Aufnahmen okay, aber mehr auch nicht. Befassen wir uns nun mit der Anlage an sich. Die ursprüngliche Nutzung geht auf die ab 1937 direkt nebenan produzierenden Buna-Werke zurück. Das Werk produzierte als weltweit erste Anlage Synthesekautschuk, also elastische Polymere, aus denen man Gummi herstellte. Eine besonders wichtige Komponente, gerade im Zweiten Weltkrieg. Während des Krieges wurden hier Gefangene aus Konzentrationslagern als Zwangsarbeiter ausgebeutet. Auch gab es ein Zweigwerk, wo man Zwangsarbeiter direkt aus Auschwitz in Anführungszeichen bezog. Hier hingen wohl auch wieder die IG Farben mit drinnen, aber um dieses Thema soll es heute nicht gehen. Sollte euch das dennoch interessieren, dann schaut auf jeden Fall mal in die Infobox. In den letzten Kriegsjahren kam es immer wieder zu Luftangriffen über dem großen Werksgelände bis hin zur partiellen Produktionsunterbrechung. Kurz vor dem Ende des Krieges nahm die US-Armee die Anlage ein und übergab sie nach dem Krieg im Juli 1945 den Sowjets. Die Produktion war so wichtig, dass man gut daran tat, die Anlage weitestgehend ohne Pause weiterlaufen zu lassen. Keine Spur von Reparationsleistungen oder der Demontage ganzer Anlagen. Am Ende war sehr wahrscheinlich die Sowjetunion der größte Abnehmer der hier produzierten Erzeugnisse.
1952 beschlossen die Offiziere des Bezirkes Halle an der Saale den Bau der hier gezeigten Anlage. Die Kosten übernahmen mit 1,8 Millionen Mark die Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken, also die UdSSR oder einfach nur die Sowjetunion. Diese hatte auch die Bauleitung inne, die beiden Werksarchitekten Hauser und Reinhardt arbeiteten ganz im Sinne des Roten Sterns. Mit dem Bau wollte man aber nicht nur den etwa 20.000 Mitarbeitern, andere Seiten sprechen von 18.000 Mitarbeitern der Buna-Werke, etwas Gutes tun, sondern natürlich auch für Prestige, Anerkennung und den neuen Wohlstand sorgen bzw. diesen vorzeigen. Entsprechend entstand auf dem etwa 25.000 Quadratmeter großen Areal das heute sehr schwerfällig und klotzig wirkende Gebäude im Stil des sozialistischen Klassizismus als eines der letzten seines Stiles. Nur wenige Monate nach dem Tode des Stilbegründers Josef Stalin öffnete das Haus der Freundschaft für seine werkstüchtigen Arbeiter am 11. Oktober 1953 erstmals seine Türen. Im Gebäude gab es über 100 Räumlichkeiten für alle möglichen Feste und Veranstaltungen. Herzstück war ein Theatersaal mit mehr als 750 Sitzplätzen sowie ein weiterer Konzertsaal mit weiteren 250 Sitzplätzen. Wie ich las, zählte die verbaute Bühnentechnik zu den modernsten der DDR, man ließ sich also nicht lumpen. Ergänzt wurde das kubische Gebäude um diverse Nebengebäude, erwähnenswert hierbei ist wohl ein Restaurant mit weiteren 200 Sitzplätzen. An dieser Stelle folgt ein kleiner Auszug der Künstler, die hier so ein- und ausgingen. Zu erwähnen sind hierbei das Berliner Ensemble, das Bolschoi-Theater, die Mailänder Scala sowie das Königlich-Schwedische Ballett Stockholm und Walter Felsenstein mit der Komischen Oper. Zudem gab es unzählige Zirkel, darunter komponierender und schreibender Arbeiter oder der Kindermalzirkel mit Uwe Pfeiffer. Auch Einzelkünstler wie die Schauspieler Helene Weigel und Ernst Busch gingen hier ein und aus. Selbst normale Freizeitaktivitäten fanden hier tagtäglich statt, egal ob Schach, Tanzen, Billard, Malen oder sogar Fotografieren. In den Tagen vom 12. bis zum 21.06.1959 fanden in Halle an der Saale die Arbeiterfestspiele statt, welche hier im Haus der Freundschaft eröffnet wurden, unter dem Motto Chemie schafft Brot, Wohlstand, Schönheit. So wie es scheint, sagte wohl in den besseren Tagen niemand zu dem Kulturhaus Haus der Freundschaft, auch wenn es wirklich so hieß. Der Volksmund sprach, so wie ich las, eher vom X50 und damit meine ich keinen SUV von BMW. Die Abkürzung war die interne Registrierungsnummer des Gebäudes. Diese scheint wohl irgendwie an die Öffentlichkeit gekommen zu sein und war halt kurz genug, um es einfach zu halten. Thank you.
Mit dem Fall der Mauer 1989, dem Ende von DDR, VEB und SED, kamen die Reprivatisierung und freie Marktwirtschaft ins Haus. Während die Buna-Werke reprivatisiert wurden und deren Geschichte bis heute, wenn auch etwas anders weitergeht, war 1998 Schluss mit dem Theater. 4 Jahre nach dem Bühnenaus wollte der sogenannte Sonnenkönig Martin Niemöller, welcher erfolgreicher Geschäftsmann und als Problemlöser bekannt war, aus dem Kulturhaus die Pop-Arena X50 etablieren. Der Unternehmer hatte schon ähnliche Nachtclubs am Laufen und wollte nun auch hier durchstarten. Niemöllers Plan sah eine Großdiskothek vor, nur wurde in der Antragstellung für Fördermittel des Landes Sachsen-Anhalt die Bestrebung nicht so recht kommuniziert, weswegen die bereits gezahlten 4,8 Millionen D-Mark Fördermittel zurückgefordert wurden und am Ende die ganze Idee platzte. Niemöller konnte wohl die Fördermittel nicht vollumfänglich zurückzahlen und floh, später wurde er gefasst und musste für insgesamt 2 Jahre und 9 Monate in Haft. Von seinem wirtschaftlichen Ruin mal ganz abgesehen. Am 16. November 2014 blitzte der bislang letzte Hoffnungsschimmer um die Ecke. Niemand hatte mit einem Gebot gerechnet, als Jörg René Schmidt mit vermutlich seiner eigenen Firma Asoposa für insgesamt 30.000 Euro, dem damaligen exakten Verkehrswert, zuschlug. Innerhalb von 3 Jahren tat sich aber nicht viel. Stattdessen musste Schmidt wegen Steuerhinterziehung vor Gericht. In der Zwischenzeit sicherte man lediglich Gebäudeteile, aber ein Vorankommen war auch hier nicht zu sehen. 2018 kam es wohl wieder zu einer Zwangsversteigerung. Der Verkehrswert wurde erst wieder auf 30.000, mit einem zweiten Gutachten schließlich aber nur noch auf 0 Euro beziffert. Ein Eigentümerwechsel fand wohl aber nicht wieder statt, genauso wie eine Sanierung, aber das kannten wir ja. Dennoch beschreibt die Denkmalschutzbehörde das große Gebäude nach all den Jahren des Verfalls als immer noch gut in Schuss. Ich bin mal gespannt, wo das Ganze hier noch hinführt. Das Gebäude war so ziemlich Rohbau, wie Rohbau ebenso sein kann. Keine bis kaum Hinweise auf die Einrichtung oder Ausstattung. Man konnte gut erkennen, dass man hier Großes plante. Vielleicht war es einfach auch ein Fehler, die Fördermittel zu entziehen. Wer weiß, ob das Ganze nicht vielleicht doch gut ausgegangen wäre. Unter dem Konzertsaal befand sich noch die einstige Vorrichtung der drehbaren Bühne. Der Rest war wirklich Rohbau nonstop. Viele große leere Räume. Egal wo man hinschaute, fast jeder Zentimeter war voller Graffitis. Das einzig Gute an dem Objekt, man kann so gut wie nichts in Brand stecken oder zerstören, dafür aber gut illegalen Müll entsorgen. Zwischenzeitlich riss man hier die nicht unter Denkmalschutz stehenden Nebengebäude ab. Aber nicht mal die Trümmer hat man ordentlich beseitigen können. Traurig,
aber wahr. Ich gebe nun wieder mal die Frage an euch weiter. Was soll man denn hieraus nun endlich mal machen? Eine Diskothek, Konzert oder Theatersaal? Vielleicht ja aber auch was anderes als Kultur. Vielleicht habt ihr ja eine Idee. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Ich verabschiede mich jetzt von euch und von dieser Folge mit den üblichen Bildern, die ich hier mitnehmen konnte. Sollte euch dieses Video gefallen haben, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Schaut auf jeden Fall mal auf meinen Kanal für weitere spannende Folgen zum besagten Thema. In diesem Sinne bleibt mir gesund und munter, macht's gut, bis bald und ciao.